Hallo zusammen und willkommen wieder zurück zu Dark Souls 3. Da wollen wir doch hier mal weitermachen und mal schauen, wie wir jetzt hier noch weiterkommen, beziehungsweise wo wir uns jetzt als nächstes umsehen. Ich habe noch mal eine kleine Sache, die mir dann noch mal so ein bisschen im Kopf war, nachgesehen, bezüglich dieser Attribute. Ich hatte irgendwo gelesen, dass, also ich weiß ja, wenn man eine Waffe mit zwei Händen nimmt, dass man sie dann früher tragen kann, wenn sie eine gewisse Steigeranforderung hat. Also da gibt es irgendwie diesen 50% Bonus und so weiter. Es ist allerdings wohl tatsächlich auch so, dass dieser Wert von dieser sozusagen zweihändig genommenen Waffe dann auch, also da wird explizit dieses Steigeattribut dann auch zum Beispiel in Hinsicht der Schadensskalierung genauso berechnet. Also, das heißt quasi im Klartext, wenn man mit zwei Hand eine Waffe nimmt, dann hat man quasi schon mit 26 Stärke diese erste Cap erreicht, die normalerweise bei 40 wäre. Und die zweite dann wirklich sehr starke Cap kommt ja bei 60, die würde man dann allerdings schon bei 40 erreichen. Und da wir fast immer mit, oder ich wahrscheinlich fast immer mit zweihändig kämpfen werde, heißt es natürlich, dass ich da ein bisschen was einsparen kann. Geschicklichkeit funktioniert das nicht so. Die geht halt dann einfach bis, na, was weiß ich, 40 oder 60. Allerdings haben wir da ja auch nicht so eine große Skalierung drin. Ich hatte dann, weil ich mich mal interessiert hat, diese verschiedenen Schadenstypen und so ähnliches. Also, ja, auch wenn man das so zweihändig oder so nimmt, also da wäre theoretisch, gibt es irgendwie so eine Möglichkeit, diese Waffe, also im Englischen heavy, im Deutschen wahrscheinlich schwer zu machen, dass die Stärke-Skalierung ansteigt. Geschick geht halt weiter zurück oder, ja, wahrscheinlich. Stärke wird allerdings halt erhöht. Und der Basisschaden geht allerdings ein bisschen runter der Waffe. Und das schien so, wenn wir so 40 Steige und vielleicht so, ja, weiß ich nicht, bis so 20 Decks oder so haben, so das Beste sein. Wenn wir Geschicklichkeit auch mit bis auf 40 bringen, dann wäre es die normale plus 10 Axt theoretisch die stärkere Version. Ja, müssen wir mal sehen. Momentan haben wir da, denke ich, noch nicht die Möglichkeit, das zu machen. Von daher, ja, aber das ist erstmal so meine Idee. So, also wir haben ja jetzt sowieso relativ viel erstmal Vitalität mit erhöht. Das macht auf jeden Fall auch Sinn. Und dann Stärke vielleicht mal so auf diese 26 damit zu bringen. Und ja, natürlich Kondition für mehr Ausdauer ist auch gut, aber das werden wir mal sehen. Gut. Turm auf der Mauer. Genau. Und mit diesen Titanit-Echsen-Ding, dieses kleine, da hatte ich auch tatsächlich einfach mal nachgelesen. Also die Gegenstände, die fallen lassen, also diese Titanit-Scherben oder ähnliches, landen einfach direkt im Inventar des Spielers. Also soll halt verhindern, dass die nicht irgendwo runterfallen und man sie dann nicht mehr looten kann. Aber muss man andererseits natürlich auch erstmal wissen. Gut, aber das. Ich meine, ich hatte so beinahe so ein bisschen vermutet. Aber jetzt weiß ich es auf jeden Fall. Gut. Ich kann mal wieder hier rauslaufen lassen. Jetzt habe ich einen schnelleren Weg hier runter. Ja, runterspringen. Hey. Okay. Lass mich ja dran gewöhnen hier. So, das kann ich mal hier ausschalten. Hui. War nicht hier vorne auch rein? Mehr Wurfmesser, naja. Ah, genau hier lang. Ein bisschen eingewöhnen jetzt hier in der zweiten Session, aber sind auf jeden Fall schon mal froh, bis jetzt noch nicht wirklich gestorben. Also nicht nur nicht wirklich nicht, sondern gar nicht. So, den ignorieren wir natürlich wieder. Und das heißt, das Ding dort müsste jetzt auch weg sein. Na, sonst kommt die ja, denke ich, normalerweise wieder.
Jetzt halt so ein bisschen die Frage, wollen wir uns mit diesem Ding dort unten dann anlegen? Das ist eine Armbrust, das so. Der hier auch, ne? Wenn da niemand kommt. Weil dieser große blaue Gegner, weiß ich halt nicht so richtig. Okay. Oh, man kann dich backsteppen, weil ich gar nicht erwartet jetzt. Der hat aber so ein bisschen wie dieses Katharina Knight Outfit, oder? So ein bisschen aus wie diese Zwiebelritter da. Okay. Rapier braucht man ja echt nicht unbedingt. Aber wir können es ja sogar verkaufen, ne? Das ist ja schon mal was wert. Gar nicht gesehen. Wie kämen wir denn dahin? Ich denke, auf diesen ganz oben waren wir ja schon, ne? Also wir könnten hier lang gehen, aber auch dort oben irgendwie. Ich jetzt vermute, dass wirklich einfach so ein einzigartiger Gegner ist und dann was Spezielles droppt und dann geht's ja oben weiter. Na, mal schauen. Das hatten wir uns auf jeden Fall schon geholt, das weiß ich. Ja, bei diesen. Da hat man manchmal das Problem, dass man dann. Hoppala, das andere runterfällt. Ist es denn hier sein oder ist es jetzt schon über uns? Ach nein, das ist da drüben. Okay, gut. Dann sind wir hier falsch. Okay, aber nicht mehr wirklich viel Estus. Dann raus. Ne? Okay. Okay.
Wollt ihr nicht, dass wir ihn backsteppen? Und noch ein Ritterhelm. Achso, ja, und was ich mir auch noch angeschaut hatte, war das mit der Belastung. Zwar ist es so, natürlich, also unter 30% bekommt man die schnelle Rolle. Die schnelle Rolle hat allerdings nicht mehr Iframes als die mittlere. Sie hat sogar auch die gleiche Dauer an, also die gleiche Anzahl an Frames, in der sie insgesamt dann rollt, nur dass halt bei der leichten der Weg, der zurückgelegt wird, noch ein bisschen höher ist. Da wäre halt schon ein sehr niedriger Wert, bei dem wir sein müssen. Bei 51 dürfen wir jetzt aber, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen einfach das, was am schwersten ist, so ungefähr mit, da könnten wir, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, bis... ...36 oder das locker gehen. Ich meine, das Ding hier ist ziemlich... Muss schon mal ein bisschen besser her. Ja. Also sozusagen, bis man diese 70% erreicht hat, gibt es für die einzelne, also für jedes Prozent so ungefähr Gewicht, keinen Unterschied der Geschwindigkeit, der man bis sich bewegt oder ähnliches, wie das damals wohl mal gewesen ist. Von daher würde ich dann mal fast sagen, können wir eigentlich auch so nah wie möglich dann rangehen an dieses Zielgewicht. Das würde, denke ich, Sinn machen. Na gut, dann würde ich jetzt fast mal denken, würde ich jetzt hier gerne natürlich nochmal auffüllen lassen. Dann gehen wir mal zurück. Wie viele von diesen, wir haben nur einen Heimatknochen, heißt der jetzt wegen mir. Schade, ja, gedacht, wir haben schon mehrere. Ah ja, und diese Edelsteine braucht man, denke ich, zusätzlich noch, um dann so eine Waffe dort einzuarbeiten. Na gut. Das ist uns erstmal egal. Scheint es erstmal nicht zu interessieren. Sehr schön. So, kurz nochmal hoch und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch ein Level-Up irgendwie kriegen. Und wir haben ja jetzt schon die Plus... Ach nee, wir haben erst eine Plus-2-Achse, genau. Also bis plus 3 geht mit den kleinen Titanit. Danach brauchen wir dann halt schon die größeren Scherben. Wovon wir jetzt wie viel haben? Ich habe schon immer so viele. Ach, das ist schon Material, keine mehr. Gut. Welcome home, speak. Very well, then talk Haken. Oh, ja, ruhig mal erstmal 20. 1900 brauchen wir, okay. Farewell, Ashling. Okay. Ja, er schläft noch hier hinten. Na gut.
Wenn man nicht wirklich nah an die rangeht. Vielleicht verwandelt er sich auch gar nicht. Das kann natürlich auch sein, dass das dann der Grund, warum da dann nichts weiter passiert ist. Okay. Eigentlich interessiert er mich nicht. Ich will eigentlich hier rüber. Zu dem Freund hier wieder. Ha, kann er sich wohl dann doch nicht gefallen lassen, ne? Die vielen Schläge aufgestellt. Na ja, ja. Rüstung? Halt. Das ist bestimmt 30,7. Ah, die ist zu schwer. Und warte mal, vielleicht. Ah, okay. Schon mal eine schöne Rüstung hier. Also schön, aber. Okay. Sehr langgezogener Schlag. Mal schauen, wo es hier denn. Ja, genau. Da waren ja dann diese vielen Gegner da unten, wo wir gesagt haben: ah, mach's mal vorsichtig. Sind auch irgendwelche Gegenstände oder so. Na gut, das werden wir uns auf jeden Fall jetzt mal anschauen. Lalalala. Okay, du bist hoffentlich tot, Hund. Ja. Ach, da ist nochmal. Nee. Ihr mit euren extrem langgezogenen Angriffen. Estoscherbe, oh. Weiß nicht, ob, aber ich dachte, er stand aufwerten, ne? Weiß nicht, bei der anderen muss man wahrscheinlich tatsächlich mehr Flakons finden, wenn man mehr davon haben will. Nochmal Scherbchen, das ist auch immer gut. Okay. Oh. Gefängnisschlüssel. Dann kann er nicht schaden. Moment, gab es hier eine Leiter hier hoch oder so? Nö. Jetzt sind wir wieder hier gelandet. Okay, dann war das wahrscheinlich der optionale Weg und wir müssen. Das ist doch bestimmt das, wo hier dieser große Typ rumgerannt war. Ja, genau. Okay, okay. Gut.
Das war jetzt nicht diese Anhöhe, wo dieser Gegenstand lag, ne? Moment, jetzt müssen wir mal kurz nachschauen, aber wir sind hier wahrscheinlich auch schon zu weit unten. Wir sind ja, denke ich, schon zu tief. Der Gegenstand ist auf der gegenüberliegenden Seite. Ja, ganz woanders. Okay. Das wollte ich aber nur sicherstellen. Ach, hier hinten leuchtet doch noch irgendwas rum. Sehr schön. Ja, dann bist du auf einmal schnell, ja? Klar. Eine, oder? Hier hin. Ach nee. Wir brauchen jetzt, denke ich, schon 6 Stück, oder? War das nicht 2, 4, 6 sogar? Naja. Na gut, dann lass uns dieses Estus-Ding mal aufleveln hier. Ich hoffe, dass es sich 5000 Seelen oder irgend sowas kostet. Weil das macht die natürlich schon wesentlich wertvoller. Na gut, aber wir wissen erstmal Bescheid. Hier drüben diesen Raum erstmal so ein bisschen aufgesammelt, abgeklärt. Die kleinen Scherben bekommt man ja echt von vielen Gegnern und so weiter auch einfach hinterhergeworfen am Anfang. Das ist ja jetzt auch alles nicht so schlimm. Ja, tja, ich denke, der Status zeigt das halt nicht an, ne? Wenn wir jetzt so machen. Ah ne, 140. Ja, 170. 184. Ist das so wirklich richtig, dass es nur so wenig Unterschied macht? Naja, da macht doch wesentlich mehr Schaden. Vielleicht, weil jetzt schon die Skalierung für die andere Haltung hochgerechnet wird. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Plus 34. Ach so, okay, genau. Genau, der Basisschaden ist ja eigentlich nur die Skalierung wird hochgerechnet. Ich dachte, der Schaden wird dann generell nochmal erhöht. Naja. Well, Matt, just good. What needs, Smithy? Ist auch erstmal egal. Da kriegen wir nur plus 1, oder? Ach nee, erhöhte Anzahl. Pretty, be careful. I don't. Das ist natürlich auch in Ordnung.
Okay, das hat erstmal sonst nichts weiter gekostet. Welcome home, speak. Haben wir Glück gehabt, nicht, dass wir hier. Ich weiß nicht, ob man die überhaupt gegen sich aufbringen kann, ne? So, Vitalität erstmal auf 20. Ah, steige auch mal mit dir. Ja, ich brauche schon über 2000. So, jetzt haben wir schon mal 5 davon. Geschlagen. Hui. Junge, Junge, Junge. Schon ziemlich schnell dieser Angriff. Okay. Ach so, halt, da müssen wir ja gar nicht rein, wir müssen ja nach unten. Und einen anderen Triple. Ich dachte wegen einer komischen Startup-Animation, dass man jetzt vielleicht hier einen Spezialangriff geschlagen haben oder so, aber nein. Okay, das lief nicht so besonders, aber naja. Jetzt auf jeden Fall mal weiter hier. Hinten liegt schon mal ein Gegenstand. Eine kleine Seele. Da geht's runter. Hier geht's hoch. Gehen wir erstmal wieder nach oben? Ich meine, wir graben ja theoretisch von oben. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie es hier mit den Secret Vaults ist. Oh, ist das etwa das.
Ah, das wird das sein, ne? Ring der Opferung. Kein Verlust bei Tod. Richtig, ja. Natürlich musst du da noch runterfallen, den kleinen Ding. Na gut, na gut, na gut. Das war dieses, das ist dieses, das war dieses. Und dann geht es hier runter. Also, das hier habe ich auf jeden Fall schon mal damals in diesem Playthrough oder was ich da angeschaut hatte, auf jeden Fall gesehen. Aber im Detail genau. Irgendwo müsste dann schon mal nochmal ein Bosskampf kommen, bald, oder? Hast du irgendwo. Waren eine Ausdauerbegrenzung, mein Freund. Ich meine, wir hauen dann auch wie verrückt drauf, wenn es soweit ist. Es geht hier hinter, es geht auch weiter runter. Ne? Es geht auf der anderen Seite auch nach oben. Ob es wirklich weitergeht, wissen wir nicht, aber. Jetzt sind schon mal Gegenstände. Es hält auf jeden Fall noch ein bisschen geschickter geworden, als die Gegner es früher teilweise waren. Dann brauchen wir es auch nicht. So, das hat man schon gesehen, ne? Genau, dann haben wir den gekillt. Das ist hier drüben oben. Ist auch noch so ein Typ. Oh, das sieht aber ein bisschen anders aus. Was böse Augen. Verdammte Mauer. Ja, auf jeden Fall auch mehr aus. Ja, also die zu backsteppen ist schon wesentlich schwerer geworden als damals. Okay. Gut, dann können wir jetzt unseren Death Counter mal einführen. Ja, du kannst mal aufhören, dich zu drehen. Gut. so, und ich schau mal kurz. Wow, ne? Genau. Müsste eigentlich so passen. Ja, dann mal wieder zurück. Der hat bestimmt irgendwas Spezielles, wenn man den erledigt.
So. Mach ich mal alle wieder hier. Oh, ach ja, stimmt ja. Noch mehr als einer, oder? Ja. Ah, doch. Na, na, na. So aber nicht. Du machst einen großen Wiu Wiu. Aua, wieder. Ah, das war der clevere. Er ist nicht gestorben. Er ist sehr ungünstige Situation. Okay, Death Counter 2. Also jetzt kein Problem wegen den paar wenigen Seelen, die wir da verlieren. Also das stirbt mich auch nicht. Aber es war irgendwie so ein bisschen klar, sobald es dann einmal soweit ist. Aber umso besser eigentlich auch, wenn man nichts mehr hat, zu dem man zurückrennen will. Sicherlich auch noch einen schnelleren Weg da zu dem da runter. Wir könnten hier rüber. Achso, das haben wir ja gesehen. Aber wenn wir von hier aus schon gehen, dann nehmen wir einfach zu viel Schaden, wenn wir hier runter springen. Ja, so langsam aber sicher, wenn wir uns ja auch ganz gut dran gewöhnen. Ja, und ich habe halt dann wirklich in so einer blöden Ecke gelandet. Also das ist schon blöd, wenn du hier unten drin steckst. Wir werden jetzt nochmal sterben. Kommt natürlich der. Eigentlich sollten wir wahrscheinlich gleich wieder zurückgehen. Na gut, erledigt. So, wo ging es jetzt lang? Hier.
wie weit eure Aggro-Range ist. Bogenschütze, warum denn nicht? Okay, hier ist erstmal nichts. Hm? Nicht die Stärke, die es braucht. Sieht aber auch verdächtig aus. Okay, ihr seid wohl schon tot, oder? Der sieht so aus, als ob da irgendwas Lebendes an diesen Steinchen dran ist, oder was vielleicht mal gelebt hat. Es gibt also hier eine große Tür. Und oben. Also gut, hier ist ein Gitter dahinter. Ich meine, also oben sieht natürlich schon irgendwie wichtiger aus als der Keller hier. Nun komm, wir gehen mal rein. Was soll schon passieren? In dieser vernebelten Geschichte. Mit dieser Tür, die auf keinen Fall aufgehen kann. Kannst du nicht aufstehen? Du bist ein Vierbeiner. Auf jeden Fall sehr haarig. Was ist das? Schon mal schwer, weil man nichts sieht. Andere Move. Geh mal weg, vielleicht explodierst du. Okay. Okay. Er hat uns angerempelt. Na gut. Sag mal, hat der uns jetzt schon getroffen? Nö, 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 nö. Das wäre ja wirklich albern. Jetzt haben wir natürlich ihn hier angezogen. Ja, natürlich noch mehr Schaden genommen.
Nein, 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 nein. So, immer mal dann diese typische Spirale nach unten. Okay, du gehst weg. Und wir kommen an dir nicht mehr vorbei, ohne geschaden zu nehmen. Es ist halt so. Vielleicht bleibt ja der andere da hinten einfach, wo er ist. Gewartet, ne? Obwohl er will sich gleich nicht mehr schieben. So, Mr. Big. Mal schauen, können wir da drauf herumlaufen? Das heißt natürlich, dass es schon irgendwo interessant wäre, herauszufinden, was oben bei der Tür ist. Aber möglicherweise kommen wir da vielleicht noch nicht rein, bevor wir den unten besiegt haben. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Das war kein... Ja, dann wäre das sauer, ha? Huh? Mhm. Wäre schon auf der Seite, auf der anderen Seite war ja dieser. Das geht einfach bis hier vor. Ja. Okay, okay. Das sieht ja auch irgendwie wichtig aus, oder? The wait has been long, unkindled one. I am Emma, High Priestess of Lothric Castle. Allow me to speak frankly. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone, to their journey homes converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall. Forge on through the great gate and raise this banner to proceed. Mhm, dann werden wir das wohl brauchen. This farewell gift is for you. Mhm. It is the insignia of an old covenant. If you fear trespassers, dark spirits drawn by the embers, then etch this upon your heart, and the old Concord will beckon noble blue sentinels to hunt these foul spirits. Der blaue Pfahl. Okay. Oh, wir können nicht hochgehen.
Stell dir vor, unter irgendeiner Bank liegt denn hier etwas, aber ich glaube mal fast nicht. Aber das werden wir auf jeden Fall gewonnen. Na gut, aber dann ist das ja auf jeden Fall schon mal klar. Da ist jetzt natürlich die Frage: Haben wir es in uns, diesen Typen hier zu erledigen? Sagen theoretisch ja. Haha. Ja, block das. Gealterter Edelstein. Das Lothric Riesenstulben. Ritterstulben. Ja. Das macht mehr Sinn. Gealterte Waffen. Also Krut ist ja raw. Alt. Ich weiß nicht, was das für welche sind. Okay, aber wir haben den auf jeden Fall mal erledigt. Haben wir bestimmt also zumindest dieses Material da bekommen. Das ist ja schon mal nicht ganz schlecht. Okay, du warst hier. Ja, jetzt sieht es auch noch ein bisschen besser aus. Okay, ich mal nur den Stab, nicht das andere. So einen reinhauen. Ja. Moment. Dann kann man auch gleich hier einsetzen hier. Eben, ne? Hier rum. Das war auf jeden Fall Cold Damage. Soweit sehen wir das schon mal. Das war's jetzt leider. Okay, okay. Also, man kann ihn nicht so jetzt in dem Sinne dort einfach draufhauen, ja, da in diesem Zustand ist. Aber man konnte auch immer gut Schaden anrichten, aber ich weiß nicht, wie sich das wirklich so ausgeht. Ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt, dort nur auszuweichen, wenn er das macht. Hat er dann zu viel Schaden, sage ich mal, einfach liegen lässt. Nein, nein, nein.
auswählen, weil es Sinn hat, so zu machen. Lassen Sie mal schon darüber laufen. Das ist das, was wir bei den Einfahren wahrscheinlich auch schon mal hatten. Also das ist wirklich ähnlich so wie beim Parry. Aber man muss halt dann direkt schon dran stehen, also das eigentlich quasi erwarten. Dass genau dieser Rüstungsdurchschlag, nenne ich es jetzt mal, passiert. Okay. Das ist halt mal wieder hier, aber. Viermal, ne, oder so, ne? Also er bumst dann schon ganz schön auf einen rum. Mal schauen. Bis dahin erstmal eigentlich kein Problem, aber dann nutzt jetzt immer so ein bisschen. Also mal schauen. Hat noch ein, zwei andere, sagen wir mal, Tricks drauf, wie ich jetzt nicht unbedingt erwartet hatte. Irgendwie unfair. Ach, ja, komm, jetzt schlag mal gegen Wände. Das ist aber mal wieder nicht schlecht. Also, vielleicht kriegt man noch eine Aufwertung der Axt, aber. Schlecht wäre es nicht, wenn wir noch mehr Schaden machen, aber es ist jetzt auch nicht super wichtig, denke ich mal. Fängst schon an mit Frosty Frosty. Okay.
Schlag ging auch daneben. Nein, diesmal macht sie wieder einen Double Kill. Achso, erfrieren. Wir können nicht zuschlagen. Also, wir sind quasi richtig am Arsch. Okay, aber jetzt doch wieder. Verdammter Target Lock, ich wollte doch nicht dahin springen. Ja. Ich wollte nämlich weiter nach rechts springen. Na gut, bevor sich das jetzt noch länger hinzieht und wir es ein wenig spannend machen wollen, würde ich mal sagen, wenn wir an der Stelle mal die Episode hier für heute beenden. Und ja, beim nächsten Mal, ja, werden wir uns den Typen ja natürlich mal schnappen. Und ja, wie schon gemacht, jetzt denke ich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Versuche wir noch brauchen. Da brauche ich noch mehrere Scherben, um hier irgendwas aufzuwerten. Na, werden wir mal sehen. Aber ja, ich denke mal, sollte kein Problem sein, kriegen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal hin. Also da, erstmal soweit. Bis dahin.